War ja, das war eine ganz andere Art der Aufnahme. Jetzt fängt die Zeit an zu laufen. Ich hoffe, dass es jetzt ordentlich läuft. Sollte Ja. es aber. Hat jetzt ganz lange gedauert, bis es gestartet hat, aber wir lassen es einfach laufen. Das sollte passen. Wir machen weiter bei. Fuck. Judicium Tribunalis. Nee. Exakt. Wie heißt Jetzt hast dein du endlich Heck? die Grey, Möglichkeit gegeben. Grey, Grey. Irgendwas mit Grau. Graue Grey Maus. Eminence. So rum. Exakt. Grauer Eminem. Die graue Eminenz. Wie kam es denn nicht auf den Namen? Das wird sich noch zeigen. Das wird Ach sich so, noch ja, dann ist er zeigen. gut. Dann, okay. Also es ist ein unglaublicher Diese Plot. Würste. Diese Würste sind Oh mein Gott, diese Wüste Und ist. vor allem mit dem Kontext danach. Diese Würste sind trocken. Menschen saugen Oh jeden, jeden Tropfen Öl daraus. nein! um eine neue Wolke in den. Oh mein Gott, um eine neue Stadt in den Wolken zu kreieren. Das Leben hier wird hart. Okay. Mann, oh Diese Mann, ich Würste. lasse es lieber bei Englisch, glaube ich. Guck dir diese trockenen, rumpolternden Würste da unten an. Dabei spielst du doch mit Peach. So. Ach ja, ach ja. Da sind die Würste. Da ist das Öl. Da ist das Öl, ja. Aber da ist ja noch ganz viel Öl da, das wird ja noch gar nicht ausgesaugt. Naja, aber life is getting hard. Living is getting hard. Habe ich das geschrieben? Aha. Ja. Schön, dass du wenigstens aufpasst. Da kannst du mal sehen. Oh, hier, das ist ganz Es gibt wichtig. Zwei Plattformen, eine für Peach, eine für ihre Gegner. Also, ja, wenn du gut, es übersetzen kannst, kannst du es auch im Englischen vorlesen. Ist ja klar, das ist die einzige, auf der ich stehen kann. Insofern, ja, gut, das ist offensichtlich. Das ist ja mal nett gut. dekoriert. Das ist der S&P Central Remind Disclaimer, würde ich sagen. Man muss doch alles immer auch erklären, sonst verstehen das die Leute nicht. So habe ich zumindest gedacht, keine Ahnung. Was war eigentlich, oder kannst du es an der Stelle noch gar nicht sagen, der große Bug, der alles verhindert hat? Ah, das war Quatsch. Also laut HF zumindest war das Quatsch. HF meinte, Ach der so. Muss, derjenige, der das getestet hat, muss in der ROM irgendwas verändert haben. Dadurch Ach ist so. Das passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war aber dann jetzt tatsächlich noch was anderes, was ich wirklich gefixt habe. Okay. Ah, da ist ein Ding. Das war aber nur so ein Ding, dass man sich halt einsperren kann und resetten müsste. Wenn man I das... see. Ja. Nur für den Kontext, warum ich frage, er hat den Hack schon auf SMS Central hochgeladen und dann hieß es, der Hack wird nicht angenommen, weil man kann sich irgendwie softlocken. Ja, man konnte ein Ziel nicht auslösen. Ich kann es ja an der Stelle dann nochmal erwähnen. Das ist aber, What glaube the ich, hell? Nicht drin. Ah. Du wirst aber ja hoffentlich auch einen Download-Link unten reinpacken, Natürlich. Damit die Leute das spielen. Ist ja auch schon auf SMS Central. Insofern kann ich den ja einfach übernehmen. Wenn das nicht wieder gelöscht wird. Mal gucken. Wenn die es nicht annehmen, verschwindet dann der Link? Oder steht es halt einfach nur dort, dass es nicht angenommen wird und landet nicht auf dem Hacking-Dings-Seite? Wenn dann verschwindet oder beziehungsweise dann ist das, wird das, die Datei wird einfach vom Server runtergenommen. Ah, das ist ja das dumm. Heißt, dann ändert sich der Link also, wenn du es nochmal ja, neu hochladen würdest. Ja, aber es ist immerhin, also der Typ, der das jetzt geclaimed hat und gerade den Hack just in dieser Minute testet, der hatte mir jetzt halt geschrieben, dass es diese einzige Sache jetzt noch war mit dem Softlock da oder mit dem, ja. Dass man sich halt einsperren kann. Er ist ja lazy, ne? Exakt. Und der genau, macht das genau. Jetzt also hier wieder. Der Creator, also es heißt Creator nicht, aber der, kann man, ja man kann sagen Hauptersteller von Yam, der halt, der Producer, der sich ja genau, der ja sozusagen da immer der Regisseur, als Ersteller der genannt wird. Der Drehbuchautor, der Allesmacher, ja. Ist richtig. Aber die schlimmsten Sachen hat natürlich Morsel gemacht in Yam. Oh, es ist so schön, wie du so ein Stigma auf Morsel überhaupt Aber hast. Nicht nur richtig. Ich habe, mir hat, Nein, ja, richtig. Irgendjemand hat mir auf Discord, ich glaube Flo war es, den Typen, Oh, wie heißt er? Einen anderen SMW-Spieler gezeigt, der auch in einem so Level war und dann ging es irgendwann los. Oh, ist das Morsel? Das ist Morsel. Das feels like Morsel. Bei welchem Level war das? War das bei diesem Puzzle oder war das? Das war das Level, wo du. Oh mein Gott! Ah, das ist die erste etwas schwierigere Stelle. Nein! Gut, dass du eine Resetor hast, wa? Was wollte ich eigentlich tun? Ach, ich will da hoch. Ja, das hast du gut erkannt. Hm.
Du solltest in die Resettor gehen, weil du hast nur noch 92 Sekunden Zeit. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst, dass die Zeit immer so... Komm her, Kollege. Nein! Nein! Scheiße! Jetzt ist das mit der Zeit kein Problem. Ah, das wäre ein schöner Save gewesen. Schade. Du hast ja wieder einen Midway-Point. Ja, deswegen habe ich das auch gemacht. So, bei welchem Level war das jetzt mit Morsel? Du hast bei dem Level, wo du, wenn du Sachen in die Hand nimmst, dann nach oben gedrückt wirst. Ach so, ja. Das ist wie ein Morsel-Level, ist ja auch... Ja. Da hat er irgendwie angefangen, über Morsel zu schimpfen. Witzig. Aber so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung ist das bei dir trotzdem. Sobald du den Namen siehst, bist du, glaube ich... Nein, er baut ja auch schöne Sachen. Ich habe ja auch bei manchen Leveln gesagt, dass es war in Ordnung von ihm. Also, er baut ja nicht nur Mist. Ja. Aber ich würde zum Beispiel den Hack von ihm freiwillig erstmal nicht spielen, weil er halt mehr Sachen baut, die mir nicht so gefallen. Boah, jetzt habe ich was. Wir machen keine Belohnung dafür, wir machen es jetzt ganz anders, weil du auch keine Ideen hast. Jetzt kommst du mit deiner Bestrafung. Ja, jetzt komm. Ich bestrafe jetzt erstmal dich, dass du den Chuck hier eingehst. Nein, ach Mann, ich will das schaffen. Ja, die Bestrafung möchte ich mal sehen. Ah, Mist. Okay, ich muss kurz zurück. Ich will es nur testen. Ich muss kurz zurückspulen. Lass mich testen. Ja, ich achte. Ich will die Stelle hier breaken. Das muss gehen. Ach, das gibt's doch nicht. Was willst du denn da machen? Ach, du willst mit dem hochspringen. Ach so. Ja, das muss doch gehen. Wow. Yes! Okay, ich mach's aber richtig. Ich lass sogar den Pilz dafür geopfert. Dann kannst du jetzt, dafür musst du jetzt ein Secret noch zeigen. Geh mal nochmal nach links. Okay. Da kannst du meinetwegen auch rewinden, das ist mir egal. Nö, guck mal hinter der Pflanze. Ah, da ist irgendwas. Da ist eine Türe, ist da. Ach, eine Türe. Oha, was? Das ist so ein bisschen wie bei Kirby oder so. Das hätte ich ja nie gesehen. Das ist auch nur ein kleines Secret. Mond ist kein kleines Secret. Das ist das. Naja, das ist die größte Belohnung, die du in SMW bekommen kannst. Naja, aber es ist ja nicht SMW, es ist ja. Ja, tschüss. Ja, du kannst ja auf Rewind, musst du. Nein, das ist in Ordnung. Ich wollte ja eh die. Ich habe ja eh die Rewinds jetzt für den Chuck genutzt. So konditioniert man. Ganz so normal ab hier. Ich gebe dir jetzt einfach immer richtig Props dafür, dass du eigentlich ja auch rewinden könntest und dann machst du es gar nicht. Nein, in dem Fall ist es ja erstens nicht weit und zweitens habe ich ja eh, dadurch, dass ich da mit dem Chuck rumgetrickst habe, ich habe ja nur dafür rewindet. Ja, verstehe. Du musst ja auch nicht nochmal zu dem Secret gehen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben wir es ja gesehen. Ist jetzt eigentlich scheißegal, ja. Aber schön, dass das mit dem Chuck funktioniert. Wenn ich es auf Anhieb schaffe, nutze ich es. Habe ich nicht. Im Leben nicht dran gedacht, einfach weil die Stelle so pipi... Ja, aber weil du den so schön da unten platziert hast, den Block, auf den er da drauf laufen kann. Das hast du schon sehr passend gemacht, also finde ich gut. Aber dass du dieses Auge noch hast, spricht auf jeden Fall dafür, dass es doch irgendwann nochmal ein Inferi-Comeback gibt. Nein. Ein Inferi-Comeback auf keinen Fall, aber so allgemein so... Solche Mini-Puzzle oder sowas. Vielleicht, wenn du arbeitslos bist. Das wird nicht passieren. Ja, es stimmt. Das kann ich gar nicht mehr. Also kann ich, selbst wenn ich mal nicht mehr an der Schule bin, dann gebe ich nach. Wait! Muss ich ja nochmal hin, wenn ich den gedrückt habe? Oh, was ist denn da? Was sind denn diese gelben Striche da? Ich will das nicht nochmal machen. Ist das ein Secret? Hatte das ein Secret? Oh nein. Oh nein, nein, nein. Wow, Moment. Nee, man muss hier durchkommen. Das passt schon. Alles gut. Ja. Hat das ein Secret Exit? Nein, es hat gar kein Secret Exit. Was ist da drüben? Das ist nur ein Secret. Das ist auch nichts Besonderes. Also das ist nicht. Warum setzt man jetzt Gameplay-Design technisch? Warum setzt man das die Belohnung? Also ich müsste jetzt ja mich selbst bestrafen, indem ich das... Ja, weißt du, das ist halt schlecht designt, könnte man, glaube ich, sagen, weil da ist auch keine... Da sind halt... Wenn da jetzt ein richtig krasses Secret wäre oder irgendein besonderer Raum oder so, dann fände ich das, glaube ich, ganz gut. Aber das habe ich halt... Ja, so ein Easter Egg, das kann man machen, aber ich... Ja, genau, aber da ist ein Mond, der immer wieder kommt. Also da ist nicht so ein gelber Mond, der dann verschwindet, da ist ein anderer Mond, der immer wieder kommt. Das wirst du an anderer Stelle bestimmt auch nochmal sehen. Spoiler. Aber das ist nichts Besonderes. Das habe ich halt irgendwann mal gebaut und das war so das Vorbild dafür, da überhaupt Easter Eggs einzubauen, aber es ist halt ein langweiliges Easter Egg. Und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, warum ich es rausnehmen soll, nur weil es halt irgendwie dumm ist. Nee, nicht rausnehmen, aber vielleicht das Level einfach setzen, nachdem man den gelben Switch hatte. Das wäre irgendwie schlauer. Nö. Wobei, dann ist es, eigentlich ist es dann könnte man ja direkt die Blöcke fällen. Wobei, man muss ja den Switch nicht ausgelöst haben. Du spekulierst gerade auf Dinge, die nicht stimmen. Aber dazu kommen wir später. Aber musst du den Switch auslösen, okay. Dazu kommen wir später. Alles klar.
Aber ja, ich verstehe schon deinen Gedankengang, aber es ist letzten Endes ist ja nur irgend so ein dummes Secret. Und wenn Leute den Hex so großartig finden, dass sie alles nochmal spielen wollen, dann können sie da auch den Mond sich holen. Bestimmt tun sie das. Es gibt ja, ich habe da irgendwie immer an Kirby gedacht. Bei Kirby ist das so, dass es immer 1000 Secret-Räume in allen Levels gibt und die du aber auch jederzeit betreten. Also du kannst ja ich verstehe. Na klar, aber da gibt es ja auch keine gelben Switch-Blöcke. Richtig, und du kannst ja ein Level nicht zweimal spielen, quasi. Ja. Wobei kommt du musst halt in einem anderen Level vielleicht was vorbereiten, was du dann für das Level. Also das ist vor allem bei bei dem Kirby für 64, dieses, ich glaube, und End the Crystal Shards heißt es oder so. Da ja, sind ja die Secrets. Oh, Mist. Wow, da sind die Secrets. Ich hab schon wieder gar nicht mehr mitgezählt. Wie oft bist du gestorben? Du, keine Ahnung, du machst die Buchhaltung. Ist das peinlich, Mann, ist das peinlich. Da sind die Secrets ja richtig krass, dass du irgendwie in einem Vorlevel musst du diese Fähigkeiten holen und noch speziell kombinieren, dass das überhaupt funktioniert. Dass du dann in einem anderen Level kein 2D-Scroller irgendwie, oder? Kein Jump'n'Run. Ne, es ist ein 2D, aber halt für den N64. Hä, welches Kirby kenne ich? Ach so, ja doch, du hast recht. Crystal Shards, ja, das, wo du die Fähigkeiten kombinierst. Ja, wo man so einen Kühlschrank oder so was auch. Zum gibt, Beispiel, ne? genau. Ne, wenn du Stein und Eis kombinierst, hast du dann, glaube ich, diesen Kühlschrank oder irgendwie sowas. Und du kannst ja alles mit allem kombinieren und manchmal gibt es halt Level, wo du genau eine Kombination vorher brauchst, die du in dem Level selbst aber, glaube ich, gar nicht bekommen kannst, sondern in dem Level vorher halt dir holen musst, um dort wiederum dann ein Secret zu öffnen. Das ist... Witzig, so gut kenne ich das gar nicht. Das ist so das krank. Spiel. Das ist ja witzig. Oh, hätte ich mir mal lieber das zum Vorbild genommen, wäre das viel spannender. Ja, also es ist auch ewig her, dass ich es gespielt habe, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass die 100% da echt ganz schön anspruchsvoll für mich waren. Es war halt, ist ja auch ein älteres Spiel. Ne? Es ist uralt jetzt mittlerweile, klar. Und der Boss, holy shit. Also, ist halt kein Nintendo DS für Vierjährige designter Quatsch. Nee, also Crystal Shards ist schon. So die einzelnen Level waren, glaube ich, nicht so schwierig, aber halt ja, dieses. Doch, das war schon schwierig. Also für mich als. Wie alt war ich denn da? 5 oder so, als ich das gespielt habe? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ach so, jetzt haben sie. Wir haben den On-Off wieder gedreht. Du hast den On-Off gedreht. Du hast sogar aufgepasst. Das gibt's ja gar nicht. Oh, ich muss ihn nochmal drehen. Das ist übrigens das Level, was einem die Funktion von On-Off-Blöcken für Leute, die vielleicht On-Off-Blöcke in Super Mario World Hex nicht kennen, dass das so ein bisschen einem nahe bringen soll. Ah ja. Aber jetzt hatten wir keinen neuen Midway Point, oder? Nee, jetzt musst du durchziehen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh Gott. Oh Gott. Direkt ist doch verunsichert. Ey, ich will nicht in die Lava, das meine ich. Ja. Den machen wir jetzt erstmal weg, den Kollegen, dass der Bier nicht später nochmal Ärger macht. So, tschüss. Jetzt geht's hier hoch. Du hast, glaube ich, eben was nicht gesehen, was du hättest sehen können. Ja, guck mal, da drüben ist... Ja, aber da, die haben sich gedreht, die Blöcke, da kam ich noch nicht rüber. Hast du doch gesehen, okay. Das habe ich registriert, aber da kam ich noch nicht hin. Ist einfach verwunderlich, dass du Sachen registrierst, die du nicht direkt erwähnst. Muss auch nicht alles erwähnen. Wenn das bei Inferi schon so gewesen wäre, dann hättest du ja die Puzzle durchgezogen ohne Ende. Dann hättest du ja alles im Zweifel beim ersten Anlauf geschafft. Vielleicht wollte ich euch auch einfach nur... Geh da hoch. Jetzt redest du gerade darüber, dass du es registriert hast, jetzt gehst du da nicht hoch. Ist da jetzt eine Yoshi? Achso, ja, ich dachte, da geht's dann vielleicht weiter. Und auch nein, da ist jetzt... Da musst du jetzt diese beiden Sprünge schaffen, das schaffst du jetzt hoffentlich. Ja. Ah, du willst mich an die Messagebox los. Ah. Solution Plan at the Museum, go right, left, right, power... Was? Ja, schreib dir das vielleicht mal auf oder so. Rechts, links, rechts, rechts, links, links. Und all die right, letzten 3 sind Pow. Pow left. Und dann das da unten ist auch noch ganz wichtig. Aber ich bin doch bei gar keinem Museum bisher gewesen. Nein. Trotzdem ist der Solution Plan in diesem Level. Es gibt einfach Hinweise auf spätere Level. Ach du Schande, okay. Und North Passing is getting harder. Du weißt ja, was da steht. Ich hab's registriert. Ja. Ich kann's mir nur nicht merken. Ich werde es dir aber nicht sagen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Dann öffne ich halt meine Aufnahmen. Oh Gott, ey. Ist das blöd. Ach, das ist einfach schön. Endlich mal wieder zu sehen. Weißt du, was übrigens mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist beim Gucken deiner Videos?
Du bist der einzige YouTuber oder wahrscheinlich auch der einzige Videoproduzent, die einzige Möglichkeit bei mir auszulösen, dass ich mir wirklich mit beiden Händen ins Gesicht schlage. Das finde ich gut. Ja. Ja. Das passiert immer ganz automatisch. Ja, das ist doch super. Aber bisher stellst du dich hier noch gut genug an. Reißen wir auf Wolken. Jabi. Oh, die Blöcke. Hui. Ja. Hui. Das ist so ein bisschen das Äquivalent zu einer Feder. Ja. Ist naja, ein sehr interessantes Äquivalent auf jeden Fall. Naja, es gibt, ja, du wirst es sehen. Es ist das einzige Äquivalent zu einer Feder, ich sag's mal so. Und das ist, glaube ich, das mit Abstand. Wieso will ich das überhaupt holen? Oh no, oh, oh, ich lebe noch. Das war gut, aber auch nicht gut. Naja, haben wir nur den Pilz verloren, den brauche ich nicht. Oder, um es wie Zuni zu sagen, so war dämlich. Ich hatte eher Angst, dass ich das Ding verliere, wenn ich getroffen werde. Nee, das passiert, glaube ich, nicht. Auch das unterscheidet es schon mal ganz stark von der Feder. Das stimmt. Aber so. Peach kann halt einfach nicht anders fliegen. Kann die kein Cape bekommen? Nee. Du wolltest ihr kein Cape, mein Gott! Cape geben. Nee, die hole ich mir jetzt nicht mehr. Die, ach so, die wäre über die Platt. Oh, warte, die hole ich mir doch. Ah nee, du hast keine bisher verpasst. Also du kannst es noch schaffen. Und ich meine, da du jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich die Koopas da gekillt. Aber die kommen wieder. Tschüss. Ah, ciao, B. Ciao, ciao, ciao. Okay. So war dämlich. Aber wir waren ja nicht weiter, komme ich ja schnell wieder hin. Wait, der Pilz. Du hast im Übrigen gesehen. Der Pilz hat sich wie eine Feder bewegt. Exakt, was mit den Federn in dem Heck passiert ist. Hui. Das Witzige ist, die funktionieren aber trotzdem wie eine Feder. Also insofern, dass sie zum Beispiel eine Feuerblume überschreiben können. Also dann kriegst du halt einfach wieder den Big Peach Status, obwohl du eine Feuerblume hast, wenn du so eine Feder einsammelst. Das ist ja frech. Das ist frech, ja. Ich glaube, der Song ist, glaube ich, Harvest Moon. Irgend so ein Schrott. Kenne ich nicht. Also Harvest, ja, ich kenne Harvest Moon, aber ich kenne den Song nicht. Ja, der Port ist auch schrecklich geworden. Ja, klingt jetzt nicht so spannend. Das Level ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste in dem Hack. Also, das Level finde ich nicht schlimm. Ja, weil du gut durchkommst. Okay. Du bist ein Mann des geringsten Widerstandes, Colin. was bist du? Hilfe. Nein! Oh, ist das schön. Oh, ja, die Stelle wird fies. Da würde ich gerne meinen Pilz noch haben, dass ich da Damage boosten kann. Das ist einfach herrlich zu sehen. Da möchte ich meinen Pilz noch haben. Du wüsstest, wie lang das Level noch ist, ne? Solltest du dich mal ein bisschen geschickter anstellen. Na, ich schätze, der kommt entweder dann recht bald mit Waypoint oder der ist Ende, weil dann haben wir ja schon 4 Yoshi-Coins an der Stelle. Aber das Konzept der Schwierigkeitskurve ist dir schon ein Begriff, oder? Ja, aber wie gesagt, da sind ja schon 4 Yoshi-Coins und ich glaube, du verteilst die relativ gleichmäßig. Man könnte ja auch mit Yoshi-Coins sowas wie einen Midway-Point simulieren. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn das geht, kann man das vielleicht tun. Wenn du die Yoshi-Coins einsammelst, dann werden Blöcke frei, wenn du alle 5 eingesammelt hast. Und dahinter kann sich ja was verstecken. Okay, ich könnte mir jetzt aber nicht... Ich glaube, da könnte ich mir aber vorstellen, als wenn das nicht als Hinweis ist, dass das SMS Central nicht so cool findet. Das kann sein, aber der Hinweis, du warst ja noch nicht weiter. Und außerdem ist hier das Ziel. Ja, es ist das kürzeste und dümmste Level des Decks. Nö, ich fand es nicht dumm. Aber ich fand es schön, dass du zweimal direkt beim letzten Sprung quasi gestorben bist. Ja, das war natürlich dann... Ich sage ja, ich wollte da Damage boosten, das wäre... Ach, da ist es ja schon! Da ist es schon, ja. So, nachdem ich ja gar keine Links-Rechts-Schwäche habe, habe ich mir natürlich alles gemerkt. So. Erst Power-Right, dann Power-Left, dann Power-Silver-Power-Right. Time's got its own mind here. Your humor has it. You can only leave at 6 o'clock note. The Hour Hand. Okay. The Hour Hand? Also es gibt nicht mehr als links... Ja, wie soll ich denn... Okay, wie soll ich denn links-rechts schon nutzen, wenn es 1000 Türen links und rechts gibt? Weißt du, an welches... Also du weißt hoffentlich, an welches Level das noch angelehnt ist. Ja, Puzzle World. Ja...
So, hast du dir jetzt gemerkt, in welche Richtung du gehen musst? Ja, ich gehe jetzt mal halt davon aus, dass Left dann ganz Left ist. Nee. Also ich gebe dir mal den Tipp, dass Right und Left, das bezieht sich auf die Startposition des Levels. Also auf die Position, an der du startest, wenn du das Level betrittst, sprich die Uhr. Ach so, es sind ja mehrere Türen in einem Screen wahrscheinlich. Die auf jeden Fall. Es gibt Custom-Blöcke. Ah. Also man kann sich Custom-Blöcke machen. Okay. Ja. Naja, mach das mal, ne? Du machst das jetzt schon. Wait, was ist da drin? Aha. Ja, irgendwo muss der ja auch sein. Nehmen wir den doch schon mal mit. Achso, den kann ich aber durch die Tür wieder nicht mitnehmen. Das hat der 10 Jahre spielende Super Mario World Conan gut erkannt. So, das war jetzt Left, Right, Left. Jetzt muss ich noch Pow Left und dann zweimal Pow Right, glaube ich. Aber was ist denn jetzt Pow Left? Das kann die Tür sein, das kann die Tür sein, das kann die Röhre sein. Ja, ey, was versuchst du gerade? Also... Pow Left. Aber glaubst du... Ich stelle die Frage mal sehr gewaltfrei. glaubst du bislang einen Fortschritt erzielt zu haben? Ich weiß es nicht. Die Uhr hat sich ja halt kein Stück bewegt. Ja, dann liest doch die Messagebox einfach. Ach so. Das steht doch da. Note the hour hand steht da. Ach so, nur wenn ich es richtig... ich verstehe. Das heißt, ich weiß zumindest durch das Ding, dass ich in welche Richtung ich muss, aber ich weiß trotzdem nicht, welche genau richtig ist. Also das Level hat SNW Central nicht abgelehnt und du besitzt sogar den Vorteil, dass du das Gimmick an sich kennst. Ui, guck mal, guck mal. Da habe ich aber viel Besseres, um den aufzubauen. Dieses Ja Moin ist tausendmal schlimmer als alles, was in den Ferien jemals gesagt wurde. Das ist doch von Montana Black, oder? Das ist doch von Montana Black, ja. Ich weiß, ob das jetzt direkt von Monte kommt, weiß ich nicht. Also der sagt das auf jeden Fall immer. Und seitdem du das sagst, denke ich die ganze Zeit, du bist da so Fanboy geworden. Oder? Der sagt das immer, aber nicht nur der. Also das ist jetzt nicht so, dass... Das ganz Norddeutschland Ja Moin sagt. Ja, ne, das wäre auch hart, ja. Ja, eben. Ich wollte nur einmal dem ganzen Unmut, der sich da ansammelt, jedes Mal, wenn du das sagst, wenn ich das höre, wollte ich nur mal ausdrücken. Okay, ist registriert. So, jetzt geh mal einmal nach rechts, damit ich dir einmal noch zeigen. Oder beziehungsweise natürlich auch den Zuschauern. Immer nach ganz rechts an den Rand und dann scrollen wir einmal. Chuck. Das hast du gut erkannt. Möchtest du dir jetzt vielleicht mal den, oder soll ich dir den scheiß Solution Plan sagen? Oder, also, es ging doch mit Left los, oder bin ich doof? Es war mit Right los. Wovon kannst du immer ausgehen, wenn du links oder rechts richtig einschätzen musst? Also, dass es andersrum ist? Ja. Das war erst rechts. Also war es rechts, links, rechts. Exakt. Jetzt habe ich aber bald alle rechts durch. Dann ist das rechts. Ich habe noch nicht alle rechts durch. Jetzt habe ich das erste rechts. So, und jetzt war es links. So, jetzt muss ich irgendein links suchen. So unglaublich spannend, ja. Ja, jetzt musst du links. Ey, ich platze fast vor Spannung. Jetzt weißt du, was falsch? Ja, das ist das Schöne. Das ist so richtig... Oh. Das ist ja komplett dämlich. Ja. Das ist so wie... Wie heißt denn dieses Spiel, was so alte Leute gerne spielen? Oh, jetzt ist es noch richtig. Jetzt gehe ich wieder rechts. Nicht in die gleiche Tür rechts, oder was? Und du... Der letzte Satz, das ist auch ein bisschen mysteriös ausgedrückt, aber was stand da? Doors passing is getting harder with time. Wait, jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Ja, jedes Mal, wenn du falsch gehst. Ah, dann ist er nur eins zurückgesprungen. Das ist ja okay. Damit kann ich ja leben, wenn ich nicht direkt am Anfang wieder rauskomme. Oh, du dachtest, du kommst immer wieder auf 12. Nein. Ja, weil es halt beim ersten Mal so war. Aber versuch dich mal dran zu erinnern, wie das bei Puzzle World war, mit den Türen. Hast du mich gehört? Ja, ich sah mich, wie das bei Puzzleland war. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das im House of Agony war. House of Time war das. House of Time, fuck. Wollte ich schlau sein, war ich's nicht. Das bekannte Level, wo es um die Zeit geht, was House of Agony heißt. Es gab auch dieses House. Ich wusste, dass es noch mit House of anfing, aber ja, ich hatte dann nur House of Agony im Kopf.
Ich habe ein extra House of Time, okay. Ich dachte, das House of Time in Puzzle World hieß Bowser's Castle. Aber gut, danke, dass du mich eines Besseren belehrst. Nein, das war, das also, der Tipp, den ich dir geben wollte, es war bei Puzzle World so, dass es immer so Anführungszeichen schwieriger wurde. Und das ist hier so, dass es halt immer ein bisschen anders ist. Also jede Tür, ist dann, die dann richtig ist, ist halt ein bisschen anders als die davor. Ja, gut. Jetzt haben wir das rechts, links, rechts durch. Jetzt ging es weiter mit Pau rechts, Pau links, Pau links. Das ist tatsächlich richtig. Also muss ich den Pau drücken. Rechts gibt es ja aber nur eine Option. Das ist die Tür da oben. Ja, alles andere macht der Pau nicht auf. Außer, dass da auch eine Tür ist. Da ist noch eine Tür, ja. Aber... Aber das war die richtige. Rem. So, dann brauchen wir wieder den Pau. Und jetzt haben wir zweimal Pau links. Ja, gut. An der Stelle übrigens, jeder, der das hier sieht und sich gerade durch diese 10 Minuten dieses Level hier quält, obwohl das Level arschlang ist. Das ist jetzt entweder die Röhre oder die Tür. Kann beides sein. Beides ist gleich einfach ranzukommen. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Das war falsch. Bonnen. Nö. Jeder, der sich hier gerade durch dieses langweilige Level quält, sollte sich stattdessen lieber das House of Time bei Puzzle World anschauen. Das war ein bisschen lustiger, glaube ich. Was gehen wir hier wieder durch und dann gehe ich jetzt in die Röhre rein, auch in Ordnung. Du hast übrigens eben was übersehen. Ich verkürze das Ganze jetzt mal. Ja, jetzt schon wieder übersehen. Ich ja, weiß, dass hier auch noch eine Tür auftaucht. Achso. Aber... Ach, das ist die, die weiterführt. Ah, die ist richtig. So komisch. Ja gut, dann ist es jetzt die Röhre. Aber dann die da. Nice. Yay! Wir gehen noch nicht in den Exit. Guck dich nur mal kurz um. Jemand die Röhre hier? Das geht nicht. Das ist nicht möglich, Schätze. Hier waren rote Münzen, aber die tun mir nicht weh. Die machen nichts. Was, rote Münzen? Ja, rötlich waren die. Waren die nicht blau? Ach doch, ach so, die meinst du. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Farbfehler habe oder du. Ja, nein, die sind doch blau, oder? Ja, natürlich. Oder ist das weiß-gold oder ist das blau? Ja, ja. Gut, hier ist noch ein Pfeil. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, habe ich jetzt Quatsch... Oh, hast du gerade den P-Switch da verloren? Das ist interessant. Das kannst du gerne mal zurückspulen. Das hätte ich irgendwie ein bisschen besser. Da habe ich die Kastenblöcke schlecht gemacht. Ja, der fällt hier runter, wenn ich den nicht ablegen will. Ja, nimm den P-Switch mal zurück und drück den mal nicht da, sondern an einer anderen Stelle. Es ist ja nicht wichtig fürs Level, aber ja. Guck mal. 32 steht da. Was könnte das bedeuten? 32 Jahre Connenkuhn 88. Ja, das ist mein Alter. Ja, deswegen habe ich es da hingebaut. Das ist jetzt gerade mein Alter. Naja. In einem Jahr nicht mehr. Nein, es ist nicht deswegen da. Nein. Ja, das ist halt ein Hinweis für ein anderes Level vielleicht. Ja. Aber das ist noch nicht wichtig. Was auch immer. Ja. How would that be here? Nee, how'd be that... Was? How'd be that here? Es war schon ganz richtig, was du gesagt hast. Ich dachte, okay, ich hätte gedacht, das soll stehen so... Warum ist das hier? Aber das steht da nicht. Doch, das steht da. Müsste es dann nicht heißen, how would that be here? Anstatt... How'd be that here? Das steht da. Das, was du gerade gesagt hast, how would be that, hier steht da ja im Prinzip. Ja, aber das, was hier steht, heißt ja, wie wäre es hier? Ja, das ist... Und ich dachte, da oben steht, egal. Warum ist das? Ich verstehe schon, was du meinst, aber das ist ja der... Ich habe das falsch gelesen. Ich mache das jetzt nicht. Nein, du hast das richtig gelesen, aber... du hast die... Naja, Doppeldeutigkeit kann man nicht sagen, aber... Du hast es schon ganz richtig verstanden, aber das ist egal. Das Level kennst du im Übrigen. Ich hätte das jetzt nicht sagen sollen, es wäre eigentlich witziger gewesen, wenn es dir selbst aufgefallen wäre. Ich kenn's nicht, aber okay. Okay. Aber dann war es in Kalum. Möglicherweise.
Ja, die einzigen Level, die von dir spielbar sind, sind in Caleb. Ich habe ja auch so Contest-Level gemacht. Ja, aber dann kenne ich das ja nicht. Na klar, das hast du im Stream, hast du Contest-Level gespielt. Ach Gott, im Stream, da habe ich keine Ahnung, von wem ich was gespielt habe. Wann gibt's denn eigentlich mal wieder einen Stream, Conan? Oh. Oh, wow. So, das war jetzt bestimmt der 12. Tod oder so. Ich sage jetzt einfach nur 12. So funktioniert das, genau. Ja, ich muss dann nochmal nachzählen. Vielleicht ist ja auch irgendein Zuschauer, hat ja auch Bock, das zu machen. Das hat, oh mein Gott, das tut mir so leid, dass ich die ganzen, ja, die ganzen Usernames gar nicht mehr weiß. Ja, siehst du mal. Kannst ja auch nicht alles merken. Da ist aber Chosen war immer der Death-Counter, ja. Ja, genau, das meinte ich. Ich musste mir schon deinen Namen ein paar Mal angucken, bis ich den wieder im Kopf hatte. Schlimm ist das. Nächstes Mal ein paar Jahre weg und schon ist da alles. Ja, so ist das. Schall und Rauch. Ich kann mir überhaupt nichts mehr. Also außer halt die wirklich die fachlichen Sachen, die kann ich mir merken, aber. Naja, fachlich. Das ist Sachen, vorbei. Wo links und rechts ist, hast du jetzt immer noch nicht so gut drauf. Ja, ist ja wieder was anderes. Das ist ja nichts, was man sich merken muss. Das ist ja. Nee, es wirkt bei dir manchmal so, als wüsstest du auch wirklich nicht, wo links und rechts. Natürlich weiß ich es. Weißt du, es gibt da so einen Trick, vielleicht kennt ihr den, ich weiß nicht, ob man das in der 9. Klasse erst lernt, vielleicht in Bayern oder so, aber links ist da, wo der Daumen rechts ist. Ja, das überlegt man sich aber in dem Moment, wo man einfach drauf losplappert, nicht? Tja. Da haut man das halt dann durcheinander. Ach so. Es fällt ja meistens auch sofort wieder auf, wenn man dann die Kommentare liest. Ja, oder wenn man eine 10-köpfige Konfi mit dabei hat, die sich direkt darüber ist. Zuletzt der Kommentar von Aggressor. Bitte entere dich niemals, Conan. Ja, lieben Gruß an Aggressor, schön, dass es dich noch gibt hier. Ja, das sehe ich auch so. Der guckt auch immer fleißig bei HF-Streams mit, wo ich nicht mal mehr Zeit für habe. Ah, lieben Gruß an HF, schön, und dass HF spielt übrigens in Fairy-Level, also wenn ihr in Fairy-Level sehen wollt, dann geht zu HF. Letztens hat er sich über dein Level furchtbar aufgeregt. Ich weiß, und der hat das irgendwie komplett kaputt gemacht oder so. Nein, tatsächlich nicht. Achso. Das ist gut, das freut mich. Also er hat viele komplett kaputt gemacht, aber dein Höhlenlevel da mit dieser Flamme, der man folgen muss. Ah ja, verstehe. Das hat zu Rages geführt. Ist schön, dass die dümmsten Stellen oder die am wenigsten passelig sind, die sind, die nicht gebrochen werden können. Ja, aber es ist ja auch, wir wussten es nicht mehr so. Oh mein Gott, oh Scheibenhonig. Du kannst rutschen. Ich muss jetzt auf die Hämmer aufpassen. Leave me alone! Aber du kannst unten, bist du immer sicher. Ja, ich hab einen Trick. So. Hast du gut gemacht, Conan. Kannst du stolz auf dich sein. It seems a while ago they started building up the clouds from here, but now they mostly retired for some reason. Oh, das ist ja richtig Story hier. Aber hallo! Und weißt du, was das Beste an einer richtig gut ausgeklügelten Story ist? Wenn sie nicht aufgeht. Nein, wenn sie nicht aufgeht. Oh. Du musst ja immer alles kaputt machen, ne? Huch! Okay, da waren zwei Blöcke. Oh, ciao. Ich hoffe, da wäre ich sowieso reingelaufen. Ja, das ist schon. Ich gehe davon aus. Ah, Mist, jetzt will ich aber mal gucken, was hätte ich von hier aus alles tun können. Nein. Ich gucke nur, ich bin gestorben, da habe ich registriert, keine Sorge. Da kannst du gar nichts machen, da kannst du halt... Wobei, doch, du kommst da hinten raus. Ja. Und das Geile ist, dadurch, dass du von der Seite jetzt kommst, ist der Hammerbruder weg. Ja. Okay, das ist witzig. Ja, Mist. Ich hätte es dir jetzt sogar genehmigt, weil du das gebrochen hast. Na, ich bin aber ja legitim am Hammerbruder gestorben. Du darfst mir jetzt als Beta-Tester sagen, was freundlicher wäre. Ist es freundlicher, das einfach so zu lassen oder da wirklich Todesblöcke hinzumachen, damit man wenigstens nicht verwirrt ist, wenn man da irgendwie reinspringt? Also ich sag mal, wenn jetzt ein Hack bewertet wird oder sowas, ja, dann kommen solche Stellen nicht gut. Nee, das war nicht die Frage. Die Frage war jetzt eher, ob man das, wie man das, also ist das fürs Gameplay denn besser, wenn man da stirbt? Was meinst du, wenn man da stirbt? Naja, weil man in Todesblöcke springt, statt da irgendwie in dem Erdteil da irgendwie rumlaufen. Nee, ich würde aber halt finden, dass man da hoch kann. Ja, das macht schon Sinn. Also wenn du da hochkommst und dann noch stirbst, das wäre, weiß ich nicht.
Also man sollte einfach gar nicht hochkommen, okay, ich hab's verstanden. Ja, entweder das oder du lässt ihn halt hoch und lässt... Du bist aber auf Kuschelkurs, seit du mit Peach spielst, ne? Ja, ja, natürlich. Okay, ich hab es registriert. Ich werde trotzdem nichts daran machen, weil mir ist es eigentlich auch egal. Ich will ja nur sehen, dass du das hier safe set lässt spielst. Und nein, es ist der Hammer, der Stein wieder da unten. Ja, aber du kannst ja da direkt runterspringen und runter reinrutschen. Genau. Ah, schon. Gut, dass der aufhört zu werfen, wenn ich hier unten bin. Da kann ich eigentlich ganz gut diesen Sprung hier ausnutzen. Und dann da wieder hoch und dann so. Okay. Aber ich wäre trotzdem gerne groß. Das gefällt aber schön, mir dass du wenigstens aus dem Level auch wirklich ein bisschen was Schwierigeres machst. Oder dir das Level schwieriger machst, dann wirkt das für das Let's Play wirklich so, als hätte der Hack. So, und jetzt kann ich hier einfach durchlaufen. Schwierigkeitskurve. Und dann laufen wir gleich unter den Kollegen. Sehr gut. Können ihn aber nicht. Sehr gut. Nee, schade. Oh ja, den Sprite, den habe ich ja auch. Den habe ich gefressen. Oh Junge. So, das schaffst du. Oh, dann hätte ich aber, wenn ich jetzt. Ich hätte den dann oft. Selbst wenn ich da jetzt runtergesprungen wäre, wahrscheinlich den dann oft drücken müssen, weil sonst mache ich alles kaputt. Das macht ja nichts. Also, du wärst ja trotzdem hier rausgekommen. Ja, aber ich bin ja dann noch eins weiter runtergesprungen, gerade wo ich dann gestorben bin. Ohne den dann oft zu drücken. Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt. Das heißt, wäre wahrscheinlich doof gewesen. Ja, dann hättest du. Ich bin ja hier drüben an dem Mantel da links ja, gestorben und dann wäre der hier gar nicht offen gewesen. Dann hättest du alles nochmal spielen dürfen, ja. Ja, nice. Aber den Teil mit dem Hammerbruder kann man sich so abkürzen. Oh Gott, was ist das denn? Das ist, jetzt kann ich es ja aufklären, das ist eigentlich ein Easter Egg gewesen oder ein Secret. Man kann sich so halt diesen Hammerbruder ersparen. Hat man deine Reaktion auf jeden Fall gemerkt, dass es geplant war? Ja, ich habe Schauspielstunden. Oh, das ist, oh Gott, ich laufe gar nicht weiter in dem Level rum, also ist das Ziel. Alles gut, perfekt. Ach ja, schön. Dann können wir den Part hier abschließen, es sind schon wieder 37 Minuten. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um den abzuschließen. Ich kann mir vorstellen... Oh, und jetzt verstumme ich. Wobei, da kommt noch ein Schloss. Vielleicht machen wir... Aber wir schaffen die zweite Welt machen wir auch grade, in einem Part. Das hast du doch jetzt gerade richtig deuten können, was ich... Ach, ist egal. Ach, ich soll dir das Level noch... Nee, okay, dann machen wir das Level beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Nein, jetzt mach das Level. Nein, jetzt mache ich es nicht. Jetzt habe ich Angst, dass das länger dauert. Und dann habe ich einen Stundenpart und das will ich nicht. So, tschüss. Ciao, Kakao.